darfst zu mir kommen. Amen. Darf ich mein Pult haben, bitte? Der Herr hat gesagt, ich soll die Schuhe ausziehen. Ich bin auf heiligem Boden hier. Aber ich war auch sehr dankbar, weil die Schuhe drücken mich. Okay, ihr Lieben. Ja, fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass in der Bibel über 360 Mal steht, fürchte dich nicht. Und was tun wir in Deutschland? Ihr Deutschen, jetzt muss ich euch ein Kompliment machen und dann eine Rüge geben. Ihr seid die treuesten, gehorsamsten Nachfolger. Nur habt ihr noch wenig Geisterunterscheidung, wem ihr nachfolgt. Ihr müsst beten, wem ihr nachfolgt. Die Gabe eines Jüngers in Deutschland ist unschlagbar, nämlich Gehorsam. Nur müssen wir wissen, wem wir gehorsam sind. Amen. Menschenfurcht ist nicht, was uns treiben soll, sondern die Furcht Gottes, denn heißt nämlich der Respekt vor Gott, ist der Anfang aller Weisheit. Amen. Nun möchte ich euch raten, sucht einmal in einer Konkordanz alle Schriftstellen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, über 360 Mal. Wieso steht es so oft drinnen? Weil wir es brauchen. Amen. Zum Fürchten brauchst du keine Gnade. Zum Glauben brauchst du alle Gnade. Und jetzt ist die Zeit, wo der Herr die Angsthasen von den Löwen von Juda scheidet. Amen. Ich sag's euch, ich war der Angsthase pur. Dann habe ich eines Tages entdeckt, es bringt doch Gott keine Ehre. Dann habe ich gesagt, Löwe von Juda, komm, leb du in mir. Und der kam, der Hase war weg. Und ist weggeblieben. Amen. Ladet den Löwen von Juda ein. Er möchte in uns herrschen. Amen. Und ich garantiere euch, Jesus kommt nicht mehr als das Lamm zurück. Er kommt als der Löwe von Juda. Und er wird herrschen mit eiserner Stange. Wir werden einen Gott erleben, wie wir noch nie erlebt haben, ihr Lieben. Denn er wird kommen, um die Herrschaft Gottes auf dieser Welt herzustellen. Und er hat mir gesagt, wir werden Köpfe rollen sehen wie noch nie. Der Nürnberger Prozess war ein Kinderspiel dagegen. Gott will sein Reich auf Erden bauen. Und wir sind die, die ihm zur Seite stehen. Amen. Gebetet haben wir ja schon jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und da muss ich immer wieder dazu sagen, dann gehen wir raus aus diesen Räumen, wo wir das beten und sagen, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Tun wir, was wir beten? Die Zeit kommt jetzt, wo der Löwe von Juda in uns leben will. Herrschen will. Über wen? Über die Mächte der Finsternis. Amen. Wir haben Autorität bekommen in Jesus Christus. Lest es euch vor. Wenn ihr mir nicht glaubt, lese ich es euch vor. Dann müsst ihr glauben. In Matthäus 28, da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, kommt in Bewegung. Wir sitzen zu viel herum. Wunderbare Kaffeekränzchen. Ihr Lieben, wo wir sind, sollte Erweckung aufbrechen. Nicht gemütliche Kaffeekränzchen. Amen. Sondern Menschen sollten wachgerüttelt werden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, also kommt in Bewegung. Fangt einmal an in eurer Nachbarschaft.
und macht alle Menschen zu Kirchenmitgliedern. Also ein paar lächeln, aber sie trauen sich immer noch nicht zu sagen, nein! Und macht alle Nationen zu und tauft sie im Namen, in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wer glaubt, dass wir bald bei der Vollendung des Zeitalters sind? Halleluja, ich bin unter Gläubigen. Ich fühle mich wohl bei euch. Es hat noch nie so eine Zeit gegeben auf der Welt wie jetzt. Wir sind in der Endzeit. Und zwar schon ziemlich weit drinnen. Und was sollen wir tun? Wir sollen unsere Häupter erheben und uns freuen, dass Jesus bald kommt. Amen. Und er kommt für eine Braut, nicht für eine Hure, okay? Er scheidet jetzt die Braut von der Hure. Die Hure tut alles, um etwas zu bekommen. Die Braut tut nur alles, weil sie alles von Gott schon bekommen hat. Amen. Solange du noch was tust, um was zu bekommen, bist du noch nicht Braut. Ich habe jahrelang alles getan, damit mich alle lieben. Nicht alles, aber halt schon sehr viel. Aber wenn es um Sünde ging, da habe ich dann gestoppt. Aber sonst. Da hat der Herr zu mir gesagt, Maria, was willst du, geliebt werden oder respektiert? Ja, habe ich gesagt, schon geliebt. Da hat er gesagt, ja, dann kann ich die leider nie verwenden. Dann bist du manipulierbar. Amen. Solange wir noch nicht begriffen haben, dass wir äußerst geliebt sind von Gott selbst, brauchen wir nicht mehr betteln um Liebe und nichts mehr tun, um geliebt zu werden. Amen. Sondern wir tun alles, weil wir schon geliebt sind. Amen. Wisst ihr, als Gott mich nach Afrika rief, bin ich gegangen mit der einzigen Gewissheit, dass er mich schickt. Die zweite Gewissheit war, dass er mich als Segen schickt. Dann haben mich meine Familie gefragt, ja, wie schaut denn der Segen aus? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Wie lange bleibst du denn? Habe ich auch keine Ahnung. Was machst du denn dort? Weiß ich auch nicht. Hast du Geld? Nein. Ja, die spinnt, die müssen wir ins Irrenhaus stecken. Die hat den Verstand verloren. Jetzt in dem Alter nach Afrika, wo die Krankheiten anfangen. Wisst ihr, unsere Worte haben große Vollmacht. Wenn du erwartest, dass im Alter Krankheiten anfangen, dann kriegst du sie halt, ja? Aber ich nicht. Ich sterbe gesund. Das heißt, ich werde abberufen von Gott. Er schreit nur, Maria, und wupp, bin ich weg. Amen. Nirgends steht in der Bibel, dass man krank werden muss, um zu sterben. Im Gegenteil, Gott ruft. Wisst ihr, Gott ist in Kontrolle unseres Lebens. Manchmal sagt mir jemand, heute hat mich der Wecker aufgeweckt in der Früh. Dann sage ich, stelle mal einen Wecker neben einem toten Menschen. Dann siehst du, wie viel der weckt. Nicht der Wecker weckt uns. Gott weckt uns. Amen. Er ist in allem. Und er ruft uns jetzt in eine hundertprozentige Nachfolge. 99% ist zu wenig. Amen. Kannst du 99% schwanger sein? 99% verheiratet? Manche leben so, aber es ist falsch. Amen. Ihr Lieben, Gott will 100%. Auf Luganda heißt es Chikumi Kuchikumi. Wir grüßen uns schon. Chikumi Kuchikumi, yes, Mama, Chikumi Kuchikumi. Und dann wissen wir sind 100%. Amen. Gott darf mit uns machen, was er will, wo er will, wann er will, wie er will. Kann uns auch auf null reduzieren. Jetzt haben ein paar gesagt, na, also bitte, jetzt geh dann gleich. Da verliere ich ja die Kontrolle. Jawohl. Du sollst die Kontrolle verlieren über dein Leben. Wenn Gott sie gewinnen soll, dann musst du sie verlieren. Amen. Aber das ist die beste Entscheidung, die du triffst. Denn niemand liebt dich so wie Gott. Niemand weiß, was für dich am besten ist, so wie Gott. Amen. Und da ist die westliche Welt sehr gefordert. Denn in der westlichen Welt will man alles im Griff haben.
In Afrika will Gott dich in den Griff bekommen. Ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Nur so kleine Sachen, wisst ihr, da kommen und unsere deutschen Geschwister, sehen sie eine schöne Blume, die sie noch nie gesehen haben, sagen sie, Maria, wie heißt denn die? Sag ich, eine rote Blume. Da schauen sie mich an, ob ich ganz bei Trost bin, ja. Die wollen den lateinischen Namen wissen. Sag ich, du, den weiß ich nicht, aber für mich ist eine rote Blume, die Gott geschaffen hat und die genieße ich ohne zu wissen, wie sie heißt. Ich habe ziemlich viele Termine hier in Europa und meine Lieben, die das koordinieren, werden fast verrückt mit den Fragen, die sie bekommen. Ob ich stehen will beim Predigen oder sitzen, was ich essen will. Ich bin pflegeleicht, der Missionar muss alles essen, was er kriegt. Ha? Amen, so steht es in der Bibel. Halleluja. So viele Fragen haben wir in der westlichen Kultur, die uns nur belasten. Amen. Wenn du einmal dein Leben in die Hände Gottes freigegeben hast und weil du weißt, wie sehr er dich liebt, es liebt dich niemand so wie Gott selbst. Amen. Und wisst ihr, wir haben alle eine Brille auf. Bei mir seht ihr sie, aber ihr habt auch eine auf. Die hat zwei Linsen. Die eine Linse entscheidet, wie wir uns selbst sehen. Die andere Linse entscheidet, wie wir Gott sehen. Und wenn diese zwei Linsen nicht 20-20 haben, dann ist unser Leben verbogen. Denn so wie du Gott siehst, so wirst du ihn erleben. Solange du nicht weißt, dass Gott dich so liebt, wie kein Mensch dich je lieben kann, wirst du ihm nicht hundertprozentig vertrauen. Gott liebt dich so sehr. Ich hatte einen langen Weg, um diese Liebe zu erkennen. Ich habe gar nicht gedacht, dass Gott mich überhaupt lieben kann. Ich bin schon als Problem zur Welt gekommen. Und dann war meine Jugend sehr problematisch. Furchtbar viel. Krieg. Und dann kann ich mich erinnern, also es waren viele, viele Stationen. Mit 7 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und das war das schönste Erlebnis, das tiefste Erlebnis, ich weiß, ich wurde mit 7 Jahren wiedergeboren. Ich bin jeden Tag in eine Kirche, weil ich damals noch geglaubt habe, Gott wohnt in einem Gebäude. Er will in dir und mir wohnen. Amen. Er will raus aus den Gebäuden und hinein in unsere Herzen. Und er will durch uns seine Gegenwart auf dieser Welt manifestieren. Aber dass er das kann, musst du einmal wissen, wer du bist. Ein Königskind. Eine Königstochter, ein Königssohn. Und wenn wir noch herumlaufen und betteln, geh, hab mich doch lieb, mag mich doch, sag was nicht Nettes, haben wir noch nicht begriffen, wer wir sind. Wir sollen der ganzen Welt sagen, wer sie sind. Amen. Und ich hatte auch einen langen Weg. Und da sitzen manche hier, die haben noch keine Ahnung, wer sie sind. Welche königliche Herkunft du hast. Wie geliebt du bist, wie wertvoll du in den Augen Gottes bist. Viele sind hier, die haben es noch nicht begriffen. Und heute möchte Gott in dich hinein seine Liebe so hineinmeißeln, dass du weißt, ich bin ein äußerst geliebtes, gewolltes, geschätztes Kind Gottes. Denn nur dann wirst du Gott vertrauen, dass er nur Gutes für dich hat. Amen. Ich kann mich erinnern, ich war um die 30 und dann bin ich an einem Strand in Florida in Amerika spazieren gegangen in den frühen Morgenstunden und habe die Delfine springen gesehen und habe gedacht, ich habe sogar laut ausgesprochen, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. So war mir zumute. Und es hat keine 10 Minuten gedauert und ein Hund hat mich geleckt. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott im Himmel gesagt hat, was hat die gerade gesagt? Kein Hund würde sich scheren. Lass es liegen. Okay, danke. Wenn sie heute in den Wellen verschwinden würde, der wäre mal beweisen, dass sie nicht recht hat. Wo ist der nächste Straßenköder? Komm her, da ist ein göttlicher Auftrag, leck die einmal ordentlich.
Ihr Lieben, das war der schönste Hund, den ich gesehen habe. Ich bin dem Hund um den Hals gefallen. Ich war auf einem weiten Strand, kein Baum, kein Strauch, nichts. Ich habe den Hund nicht kommen sehen. Und er hat mich gleich den ganzen Tag mit dem Hund gespielt. Und da ist das erste Mal in mein Herz gekommen, Gott hört und Gott liebt mich. Amen. Später habe ich einmal gesagt, Herr, wie siehst denn du mich? Jetzt weiß ich, der Hund, der liebt mich. Aber wie siehst denn du mich? Ich liebe Tiere und sie lieben mich. Dann hat der Herr gesagt, lies Hohes Lied der Liebe 4,7 und das möchte ich dir jetzt geben. Und das habe ich dann gelesen, da steht, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Da habe ich geheult, da habe ich gesagt, ich kann dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Dann habe ich gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes als vollendetes Werk. Sag deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist Gottes Liebling und Gott sieht keinen Fehler in dir. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das könnt ihr euch immer wieder vorsagen, das ist die Wahrheit. Du bist Gottes Liebling und Gott sieht keinen Fehler an dir. Vor circa 2 Jahren, da habe ich wieder mal so ein bisschen einen lauen Tag gehabt. Dann habe ich gesagt, Herr, hast du eine Ermutigung für mich? Und ich durfte durch die Gnade Gottes auf einem Gebetsberg ein wunderschönes Haus bauen für meinen als Alterssitz, den wir ja mal in 20 Jahren beziehen. Dann habe ich gesagt, Herr, hast du eine Ermutigung für mich? Sagt der Lies, Hohes Lied der Liebe 2,2. Habe ich das aufgeschlagen, da steht, wie die Lilien unter den Dornen, bist du meine Freundin unter den Frauen. Ah, von 0 auf 100 war ich. Na Moment, das war ganz anders. Entschuldigung, jetzt habe ich gelogen. Ich habe gesagt, hast du eine Ermutigung? Sagt der Herr, räum deine Rumpelkammer auf. Dann sage ich, ist das eine Ermutigung? Okay, ich gehe mal. Das erste Paket, das ich finde, ich habe eine kleine Kammer, wo ich alles hineinlege, was ich später mache, okay? Und dann finde ich ein Paket, halb zerrissen, denke mal, werfe ich weg, sagt der Herr, lesen. Mache ich das Paket auf, dann ist ein Wandvorhang drinnen. Und dort steht drauf, in wunderschönen weißen großen Buchstaben, wie die Lilie unter den Dornen, so bist du meine Freundin unter den Frauen. Wow, der hängt in meinem Gebetszimmer. Immer wieder lese ich das. Amen. Wir müssen uns sehen, wie Gott uns sieht. Und er sieht dich als herrliches, einmaliges Geschöpf Gottes. Das ist ganz wurscht, was die Leute dich bisher genannt haben. Muss man nur sagen, Herr, vergib ihnen, die haben zu wenig Erkenntnis. Amen. Ich bin eine geliebte Tochter des Königs aller Könige. Ich bin ein geliebter Sohn. Du bist nicht ein normaler Mensch. Du bist ein auserwählter, gewollter, von Gott berufener Mensch, um seine Herrlichkeit auf diese Erde zu bringen. Um ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Nicht nur ein Bürger, sondern ein Stellvertreter Jesu Christi. Amen. Und das musst du dir bewusst machen. Das kannst du nicht erwarten, dass dir das jemand sagt. Das musst du erkennen und darin wandeln und leben. Und jeden Tag in der Früh sage ich, Vater im Himmel, was ist dein Abenteuer mit mir heute? Zeig mir dein Abenteuer. Und ich sage es euch, jeden Tag habe ich so viele Erlebnisse mit Gott, dass ich am Abend oft sage, war das jetzt eine Woche oder war das ein Tag? Wie ich nämlich nach Afrika bin, das war nicht immer so, wie ich nach Afrika bin, habe ich nach einer Woche schon gesagt, Herr, lass mich zurückfliegen, das ist ein Fass ohne Boden. Da hat man keine Ahnung, wo man anfängt und aufhört. Tja, bitte lass mich zurückfliegen. Dann hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut, ja? Okay, habe ich gesagt. Was bin ich dann? Tu nur jeden Tag, was ich dir zeige. Ich habe jeden Tag gute Werke vorbereitet für dich. Wandle darin. Und jetzt stehe ich eben jeden Tag auf und sage, Herr, was ist das Abenteuer für uns zwei? Und das mache ich dann. Und das Ergebnis schockiert mich und schockiert alle anderen. Probiert es. Gott will nicht, dass du ihn beeindruckst mit deinen Plänen. Er
Er möchte, dass du seine Pläne auf Erden lebst. Dein Reich komme auf Erden wie im Himmel. Amen. Und so, was jetzt habe ich da? Im Matthäus-Evangelium, das ist so ein wunderbares Evangelium. Da lese ich euch jetzt von Matthäus 6, 24 bis 34 vor. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem. Und Mammon spielt eine große Rolle in dieser Welt zurzeit. Amen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Einmal hat mir jemand gesagt, Sorgen, sich Sorgen machen, heißt an der Brust des Teufels ausweinen. Na, da will ich überhaupt nichts tun an der blöden Brust. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie er das nicht viel mehr, wird er das nicht viel mehr für euch tun? Ihr Kleingläubigen, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und jetzt kommt's. Trachtet aber zuerst nach was? Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles müsst ihr euch dann sehr schwer dazu verdienen. Dies alles wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen fast erschlagen manchmal. Und zwar von riesigen Zufällen. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Zuerst soll man was tun? Sein Reich suchen und seine Gerechtigkeit. Und wenn Gott sagt zuerst, dann ist es zuerst. Vor allem anderen. Amen. Die Frage immer ist in allen Situationen, Herr, was tust du in der Situation? Amen. Und wisst ihr, was war das? Krise. Das Wort Krise wird im Chinesischen mit zwei Worten übersetzt. Mit Gefahr und Chance. Und ich glaube, die Welt hat jetzt eine Chance, zurückzukehren zu Gott. Amen. Das ist der Ruf Gottes, dass wir zurückkommen. Dass wir wissen, wo unsere Quelle ist. Dass wir wissen, wer unsere Erlösung ist. Dass wir wissen, wo unser Fundament sein soll. Er greift jetzt alle Götzen an. Alle. Alle. Und da freue ich mich so, bei mir kann er nichts mehr angreifen. Ich stehe auf dem Felsen Jesus Christus. Amen. Und der ist unerschütterlich. Und ihr sollt auch auf den Felsen Jesus Christus kommen. Jetzt sage ich etwas, was vielleicht nicht so koscher ist, aber ich wurde schon jahrelang nicht mehr eingeladen von gewissen Gemeinden in Deutschland, weil ich zu fundamentalistisch bin. Da habe ich denen immer geschrieben, ihr Lieben, eure Gabe der Erkenntnis ist fantastisch. Ich habe ein Fundament, Jesus Christus und das Wort Gottes. Auf welcher Sandkiste stehst du? Das ist die Frage für jeden. Wo ist unser Fundament? Wo ist unser Vertrauen? Wo ist unsere Hoffnung? Wenn sie nicht alleine in Jesus Christus ist, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, stehen wir auf einer Sandkiste. Amen. Aber wenn wir auf dem Felsen stehen, dann wird uns alles andere was zufallen.
zufallen. Also für uns war diese Corona-Zeit jetzt in Afrika die beste Zeit. In jeder Hinsicht. Menschen haben sich bekehrt ohne Ende. Die Prostituierten kommen jetzt. Wir haben über 1000 Prostituierte in Kampala. Fast 400 sind schon bei Jesus. Brennen mit Jesus. Wollen jetzt andere, sind selber zu Jüngern Jesus gemacht worden. Und wisst ihr, wer hat die Füße mit ihren Tränen gewaschen? Von Jesus? Eine Prostituierte. Mit ihren Haaren hat sie die Füße getrocknet. Wer hat Joshua behütet in, wo ist das gewesen? Wieder? Jericho. Eine Prostituierte. Wer stand am Kreuz mit Jesus? Auch eine Prostituierte. Amen. Ich sage es euch, ich liebe jetzt diese Frauen, die alle Prinzessinnen für Jesus geworden sind. Wir taufen Hunderte davon. Und alle ihre Kinder nehmen wir in unser Werk, dass sie zur Schule gehen können. Und die Frauen werden alle geschult, um einen Beruf zu erlernen, der sie dann erhält. Amen. Jetzt kommen 15 in unsere Schönheitsschule. Die lernen massieren und Nägel und Haare und alles machen. Die freuen sich unwahrscheinlich. Und 600 warten noch. Wir erwarten noch 600 weitere, die kommen. Ihr Lieben, Gott, der Heilige Geist ist jetzt ausgegossen, ich sag's euch. Wir haben einen Dienst mit Hunderten von bekehrten Moslems, die brennen. Die sind radikal. Heieiei. Ha. Die, wisst ihr was? Die haben zu mir gesagt, Mama, wir waren bereit für eine Bombe zu sterben. Und wie viel mehr für Jesus jetzt? Die hält nichts auf. Und in der Gegend, ich habe ihnen Land gekauft, ganz draußen im Busch, dass sie beschützt sind. Die ganzen Hexer in der Umgebung bekehren sich. Die haben Angst, ihre Schreins zu verbrennen. Die kommen zu den Moslems und sagen, könnt ihr das für uns machen? Habt ihr Autorität? Und die, selbstverständlich, der Teufel hat überhaupt keine Autorität mehr über uns. Amen. Wir werden uns noch wundern, ihr Lieben, welche Menschen zu Jesus kommen. Wisst ihr? Entschuldige, wenn ich sage, manche lahmarschigen Christen in den Kirchen werden sich sehr wundern, wie feurig die sind. Entschuldigung, nein, man muss sie da sich beim Namen nennen. Amen. Halleluja. Ich möchte jedem Kirchengänger ein Feuer unterm Hinter machen. Amen. Kommt in Bewegung. Werdet heiß für Jesus. Halleluja. Bei einer Christenverfolgung möchte ich so bekannt sein als Christin, dass ich sage, da braucht man nicht mehr nachschauen. Die können wir gleich erschießen. Sage ich Halleluja. Danke für die schnelle Beförderung in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Seid ihr bereit? Ein halber Christ ist ja ganzer Mist. Gott möchte, dass wir brennen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft und die Zeit erkennen. Ihr Lieben, alle, die jetzt den Himmel versäumen, die Hölle ist ihnen gewiss. Und das ist ein grauenhafter Ort und den gibt's. Und ich freue mich so, durch einen Iraner, der durch Fernsehen zu Jesus kam und jetzt ein heißer Christ ist und in Dubai lebt und dort ein großes Mediengeschäft hat, der hat am Herzen, Afrika und Fernsehen groß zu machen in Afrika. Und der kam zu uns und hat gesagt, braucht ihr oder möchtet ihr eine große Fernsehstation, die ganz Europa, Asien und Afrika deckt. Und Gott hat mir gezeigt vor Jahren, dass mein großer Durchbruch in der Welt erst sein wird, wenn ich eine große Fernsehstation habe. Und ich im Fernsehen überhaupt nicht mag, ja. Aber inzwischen, um das Reich Gottes zu verkündigen, mag ich es. Während ich hier stehe, bauen sie schon das erste Studio in Afrika. Halleluja. Dann könnt ihr uns täglich betrachten. Am Fernsehen. Amen. Denn Gott möchte, dass wir mit den Medien jetzt wuchern, um möglichst viele Menschen zu Jesus zu bringen. Der Mann hat gesagt, ich habe durch Medien Jesus gefunden. Ich möchte mich den Medien weihen, damit Millionen Menschen Jesus finden. Amen. Und
ich bete, dass du eine Last bekommst, eine Herzenslast für die Menschen, die verloren gehen, ohne dass wir ihnen das Leben bringen. Jesus Christus. Amen. Wisst ihr, jetzt ist eine Zeit, wo ein ganz neues Zeitalter anbricht. Und zwar das Reich Gottes Zeitalter. Wo die Prinzipien des Reiches Gottes sich manifestieren sollen. Geben ist besser als horten. Amen. Ich habe gelernt, im Reich Gottes zu geben, bis es wehtut. Und dann fängt Gott an, Wunder zu wirken, dass du vom Staunen nicht mehr herauskommst. Amen. Mir gehört gar nichts. Ich bin nur ein Verwalter. Amen. Gott ist so gut. Der will dich so segnen. Aber die meisten von uns haben keinen Platz mehr für den Segen. Jetzt muss ich mal anfangen, weitergeben. Verschenken. Verschenken. Wir haben jetzt tonnenweise Lebensmittel verschenkt, weil wir haben riesige Felder. Und diese, ich sage es euch, wir haben Eier gegessen in der Zeit. Wir waren überzeugt, jedes Huhn hat bei uns 3 Eier am Tag gelegt. Eier ohne Ende, wir haben Eier gegessen, wir haben sie verschenkt. Jetzt zum Schluss muss man noch verkaufen, weil wir sie verschenkt auch nicht mehr konnten. Ihr Lieben, wenn du gibst, dann wird Gott so Wunder wirken. So Wunder wirken. Geh mal nach Hause und sag, Herr, weißt du, ich habe einen Kasten, der ist immer voll mit Geschenken. Und da sage ich immer, Herr, jetzt musst du mir aber zeigen, wem das gehört. Und dann schenke ich. Ich will jeden Tag etwas verschenken. Denn der Herr sagt, gib und du wirst verarmen. Was sagt er, gib und du? Empfangen. Und inzwischen empfange ich so viel, dass ich es gar nicht mehr schnell genug verschenken kann. Halleluja. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir wie ein Empfänger der Segnungen Gottes sind und durch uns wie ein Schlauch fließt es weiter. Und ich garantiere dir, du wirst dann auch gesegnet werden. Amen. Amen. Werdet Geber, nicht Konsumer. Nicht ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit für diese Welt. Amen. Und ich kann euch sagen, dann wird alles, dann wird jede Krise sich in eine herrliche Offenbarung verwandeln. Amen. Darf ich mal fragen, wer hat in diesen letzten 2 Jahren Erkenntnisse gewonnen, die er vorher nicht hatte? Mehr noch, Herr Jesus. Wirklich. Also für uns ist es so ein Segen geworden. Erstens einmal unsere weißt ihr, Gott möchte nicht in Häusern wohnen, er möchte in Herzen wohnen. Und wir haben uns wieder ganz neu auf die Hausgemeinde eingestellt. Und wir in Uganda, wir haben jetzt einen messianischen Juden, der unser geistlicher Leiter ist. Ich bin schon jahrzehntelang, wünsche ich mir einen messianischen Juden als geistlichen Leiter. Und der führt jetzt wieder die jüdischen Feste ein. Wir feiern Schabbat jeden Samstag, Halleluja. Jetzt haben wir schon das Laubhüttenfest gefeiert. Wir feiern jetzt die jüdischen Feste. Wisst ihr, unsere christlichen Feste, die sind alle vermischt mit Heidentum. Die haben alle diese Kompromisse geschlossen, damit sie die Heiden und die Christen zusammen, und da sind wir immer verwässerter geworden. Und wir müssen wieder zurück zum Ursprung. Amen. Halleluja. Halleluja. Das heißt nicht, dass wir jüdisch werden, aber unser geliebter Herr Jesus war einmal Jude. Amen. Und bleibt Jude. Und die jüdischen Feste haben geistliche Bedeutung. Ja, ich habe mich so gefreut. Da war meine Tochter noch ganz klein und da kam eine Österreicherin um die Zeit jetzt zu uns auf Besuch und sagt, Ensel, freust du dich schon? Jetzt kommt bald der Osterhase. Dann hat sie gesagt, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Halleluja! Ich war sprachlos. An Hasen und Eier glauben wir nicht. Sagt sie, was glaubt denn ihr dann? Ja, dass Jesus gestorben ist und auferstanden. Und wir freuen uns, dass er lebt. Amen. Halleluja. Wisst ihr, ich war sehr römisch. Und der Karfreitag war für mich eine Katastrophe. Jeden Karfreitag bin ich vor dem Kreuz gekniet und habe nur geheult und gesagt, Herr, vergib uns, was wir dir angetan haben. Und dann klopft es einmal auf meine Schulter, schau um, ist niemand da, ich heul weiter. Klopft wieder, schau wieder um, sage, Herr, bist das du? Sagt er, ja, ich hänge da oben nicht mehr.
Halleluja. Ich bin aufgestanden. Dann habe ich gesagt, wo bist du? Auferstanden bin ich, hat er gesagt. Das war, ich habe bezahlt. Es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen. Darf ich mein Pult haben, bitte? Der Herr hat gesagt, ich soll die Schuhe ausziehen. Ich bin auf heiligem Boden hier. Aber ich war auch sehr dankbar, weil die Schuhe drücken mich. Okay, ihr Lieben. Ja, fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass in der Bibel über 360 Mal steht, fürchte dich nicht. Und was tun wir in Deutschland? Ihr Deutschen, jetzt muss ich euch ein Kompliment machen und dann eine Rüge geben. Ihr seid die treuesten, gehorsamsten Nachfolger. Nur habt ihr noch wenig Geisterunterscheidung, wem ihr nachfolgt. Ihr müsst beten, wem ihr nachfolgt. Die Gabe eines Jüngers in Deutschland ist unschlagbar, nämlich Gehorsam. Nur müssen wir wissen, wem wir gehorsam sind. Amen. Menschenfurcht ist nicht, was uns treiben soll, sondern die Furcht Gottes, denn heißt nämlich der Respekt vor Gott, ist der Anfang aller Weisheit. Amen. Nun möchte ich euch raten, sucht einmal in einer Konkordanz alle Schriftstellen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, über 360 Mal. Wieso steht es so oft drinnen? Weil wir es brauchen. Amen. Zum Fürchten brauchst du keine Gnade. Zum Glauben brauchst du alle Gnade. Und jetzt ist die Zeit, wo der Herr die Angsthasen von den Löwen von Juda scheidet. Amen. Ich sag's euch, ich war der Angsthase pur. Dann habe ich eines Tages entdeckt, es bringt doch Gott keine Ehre. Dann habe ich gesagt, Löwe von Juda, komm, leb du in mir. Und der kam, der Hase war weg. Und ist weggeblieben. Amen. Ladet den Löwen von Juda ein. Er möchte in uns herrschen. Amen. Und ich garantiere euch, Jesus kommt nicht mehr als das Lamm zurück. Er kommt als der Löwe von Juda. Und er wird herrschen mit eiserner Stange. Wir werden einen Gott erleben, wie wir noch nie erlebt haben, ihr Lieben. Denn er wird kommen, um die Herrschaft Gottes auf dieser Welt herzustellen. Und er hat mir gesagt, wir werden Köpfe rollen sehen wie noch nie. Der Nürnberger Prozess war ein Kinderspiel dagegen. Gott will sein Reich auf Erden bauen. Und wir sind die, die ihm zur Seite stehen. Amen. Gebetet haben wir ja schon jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und da muss ich immer wieder dazu sagen, dann gehen wir raus aus diesen Räumen, wo wir das beten und sagen, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Tun wir, was wir beten? Die Zeit kommt jetzt, wo der Löwe von Juda in uns leben will. Herrschen will. Über wen? Über die Mächte der Finsternis. Amen. Wir haben Autorität bekommen in Jesus Christus. Lest es euch vor. Wenn ihr mir nicht glaubt, lese ich es euch vor. Dann müsst ihr glauben. In Matthäus 28, da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, kommt in Bewegung. Wir sitzen zu viel herum. Wunderbare Kaffeekränzchen. Ihr Lieben, wo wir sind, sollte Erweckung aufbrechen. Nicht gemütliche Kaffeekränzchen.
Amen. Sondern Menschen sollten wachgerüttelt werden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, also kommt in Bewegung. Fangt einmal an in eurer Nachbarschaft. Und macht alle Menschen zu Kirchenmitgliedern. Also ein paar lächeln, aber sie trauen sich immer noch nicht zu sagen, nein! Und macht alle Nationen zu und tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wer glaubt, dass wir bald bei der Vollendung des Zeitalters sind? Halleluja, ich bin unter Gläubigen. Ich fühle mich wohl bei euch. Es hat noch nie so eine Zeit gegeben auf der Welt wie jetzt. Wir sind in der Endzeit. Und zwar schon ziemlich weit drinnen. Und was sollen wir tun? Wir sollen unsere Häupter erheben und uns freuen, dass Jesus bald kommt. Amen. Und er kommt für eine Braut, nicht für eine Hure, okay? Er scheidet jetzt die Braut von der Hure. Die Hure tut alles, um etwas zu bekommen. Die Braut tut nur alles, weil sie alles von Gott schon bekommen hat. Amen. Solange du noch was tust, um was zu bekommen, bist du noch nicht Braut. Ich habe jahrelang alles getan, damit mich alle lieben. Nicht alles, aber halt schon sehr viel. Aber wenn es um Sünde ging, da habe ich dann gestoppt. Aber sonst. Da hat der Herr zu mir gesagt, Maria, was willst du, geliebt werden oder respektiert? Ja, habe ich gesagt, schon geliebt. Da hat er gesagt, ja, dann kann ich die leider nie verwenden. Dann bist du manipulierbar. Amen. Solange wir noch nicht begriffen haben, dass wir äußerst geliebt sind von Gott selbst, brauchen wir nicht mehr betteln um Liebe und nichts mehr tun, um geliebt zu werden. Amen. Sondern wir tun alles, weil wir schon geliebt sind. Amen. Wisst ihr, als Gott mich nach Afrika rief, bin ich gegangen mit der einzigen Gewissheit, dass er mich schickt. Die zweite Gewissheit war, dass er mich als Segen schickt. Dann haben mich meine Familie gefragt, ja, wie schaut denn der Segen aus? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Wie lange bleibst du denn? Habe ich auch keine Ahnung. Was machst du denn dort? Weiß ich auch nicht. Hast du Geld? Nein. Ja, die spinnt, die müssen wir ins Irrenhaus stecken. Die hat den Verstand verloren. Jetzt in dem Alter nach Afrika, wo die Krankheiten anfangen. Wisst ihr, unsere Worte haben große Vollmacht. Wenn du erwartest, dass im Alter Krankheiten anfangen, nachher kriegst du sie halt, ja? Aber ich nicht. Ich sterbe gesund. Das heißt, ich werde abberufen von Gott. Er schreit nur, Maria, und wupp, bin ich weg. Amen. Nirgends steht in der Bibel, dass man krank werden muss, um zu sterben. Im Gegenteil, Gott ruft. Wisst ihr, Gott ist in Kontrolle unseres Lebens. Manchmal sagt mir jemand, heute hat mich der Wecker aufgeweckt in der Früh. Dann sage ich, stelle mal einen Wecker neben einem toten Menschen. Dann siehst du, wie viel der weckt. Nicht der Wecker weckt uns. Gott weckt uns. Amen. Er ist in allem. Und er ruft uns jetzt in eine hundertprozentige Nachfolge. 99% ist zu wenig. Amen. Kannst du 99% schwanger sein? 99% verheiratet? Manche leben so, aber es ist falsch. Amen. Ihr Lieben, Gott will 100%. Auf Luganda heißt es Chikumi Kuchikumi. Wir grüßen uns schon. Chikumi Kuchikumi, yes Mama, Chikumi Kuchikumi. Und dann wissen wir sind 100%. Amen. Gott darf mit uns machen, was er will, wo er will, wann er will, wie er will. Kann uns auch auf null reduzieren. Jetzt haben ein paar gesagt, na, also bitte, jetzt geh ich dann gleich. Da verliere ich ja die Kontrolle. Jawohl. Du sollst die Kontrolle verlieren über dein Leben. Wenn Gott sie gewinnen soll, dann musst du sie verlieren. Amen. Aber das ist die beste Entscheidung, die du triffst. Denn niemand liebt dich so wie Gott.
Niemand weiß, was für dich am besten ist, so wie Gott. Amen. Und da ist die westliche Welt sehr gefordert. Denn in der westlichen Welt will man alles im Griff haben. In Afrika will Gott dich in den Griff bekommen. Ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Nur so kleine Sachen, wisst ihr, da kommen und unsere deutschen Geschwister, sehen sie eine schöne Blume, die sie noch nie gesehen haben. Sagen sie, Maria, wie heißt denn die? Sag ich, eine rote Blume. Da schauen sie mich an, ob ich ganz bei Trost bin. Ja. Die wollen den lateinischen Namen wissen. Sag ich, du, den weiß ich nicht, aber für mich ist eine rote Blume, die Gott geschaffen hat und die genieße ich ohne zu wissen, wie sie heißt. Ich habe ziemlich viele Termine hier in Europa und meine Lieben, die das koordinieren, werden fast verrückt mit den Fragen, die sie bekommen. Ob ich stehen will beim Predigen oder sitzen, was ich essen will. Ich bin pflegeleicht, der Missionar muss alles essen, was er kriegt. Ha? Amen, so steht es in der Bibel. Halleluja. So viele Fragen haben wir in der westlichen Kultur, die uns nur belasten. Amen. Wenn du einmal dein Leben in die Hände Gottes freigegeben hast und weil du weißt, wie sehr er dich liebt, es liebt dich niemand so wie Gott selbst. Amen. Und wisst ihr, wir haben alle eine Brille auf. Bei mir seht ihr sie, aber ihr habt auch eine auf. Die hat zwei Linsen. Die eine Linse entscheidet, wie wir uns selbst sehen. Die andere Linse entscheidet, wie wir Gott sehen. Und wenn diese zwei Linsen nicht 20-20 haben, dann ist unser Leben verbogen. Denn so wie du Gott siehst, so wirst du ihn erleben. Solange du nicht weißt, dass Gott dich so liebt, wie kein Mensch dich je lieben kann, wirst du ihm nicht hundertprozentig vertrauen. Gott liebt dich so sehr. Ich hatte einen langen Weg, um diese Liebe zu erkennen. Ich habe gar nicht gedacht, dass Gott mich überhaupt lieben kann. Ich bin schon als Problem zur Welt gekommen. Und dann war meine Jugend sehr problematisch. Furchtbar viel. Krieg. Und dann kann ich mich erinnern, also es waren viele, viele Stationen. Mit 7 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und das war das schönste Erlebnis, das tiefste Erlebnis, ich weiß, ich wurde mit 7 Jahren wiedergeboren. Ich bin jeden Tag in eine Kirche, weil ich damals noch geglaubt habe, Gott wohnt in einem Gebäude. Er will in dir und mir wohnen. Amen. Er will raus aus den Gebäuden und hinein in unsere Herzen. Und er will durch uns seine Gegenwart auf dieser Welt manifestieren. Aber dass er das kann, musst du einmal wissen, wer du bist. Ein Königskind. Eine Königstochter, ein Königssohn. Und wenn wir noch herumlaufen und betteln, geh, hab mich doch lieb, mag mich doch, sag was nicht Nettes, haben wir noch nicht begriffen, wer wir sind. Wir sollen der ganzen Welt sagen, wer sie sind. Amen. Und ich hatte auch einen langen Weg. Und da sitzen manche hier, die haben noch keine Ahnung, wer sie sind. Welche königliche Herkunft du hast. Wie geliebt du bist, wie wertvoll du in den Augen Gottes bist. Viele sind hier, die haben es noch nicht begriffen. Und heute möchte Gott in dich hinein seine Liebe so hineinmeißeln, dass du weißt, ich bin ein äußerst geliebtes, gewolltes, geschätztes Kind Gottes. Denn nur dann wirst du Gott vertrauen, dass er nur Gutes für dich hat. Amen. Ich kann mich erinnern, ich war um die 30 und dann bin ich an einem Strand in Florida in Amerika spazieren gegangen in den frühen Morgenstunden und habe die Delfine springen gesehen und habe gedacht, ich habe sogar laut ausgesprochen, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. So war mir zumute. Und es hat keine 10 Minuten gedauert und ein Hund hat mich geleckt. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott im Himmel gesagt hat, was hat die gerade gesagt? Kein Hund würde sich scheren. Lass es liegen.
Okay, danke. Wenn sie heute in den Wellen verschwinden würde, der werden wir beweisen, dass sie nicht recht hat. Wo ist der nächste Straßenköder? Komm her, da ist ein göttlicher Auftrag. Leck dir mal ordentlich. Ihr Lieben, das war der schönste Hund, den ich gesehen habe. Ich bin dem Hund um den Hals gefallen. Ich war auf einem weiten Strand, kein Baum, kein Strauch, nichts. Ich habe den Hund nicht kommen sehen. Und er hat mich geleckt, den ganzen Tag mit dem Hund gespielt. Und da ist das erste Mal in mein Herz gekommen, Gott hört und Gott liebt mich. Amen. Später habe ich einmal gesagt, Herr, wie siehst denn du mich? Jetzt weiß ich, der Hund, der liebt mich. Aber wie siehst denn du mich? Ich liebe Tiere und sie lieben mich. Dann hat der Herr gesagt, lies Hohes Lied der Liebe 4,7 und das möchte ich dir jetzt geben. Und das habe ich dann gelesen, da steht, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Da habe ich geheult, da habe ich gesagt, ich kann dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Da habe ich gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes als vollendetes Werk. Sag deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist Gottes Liebling und Gott sieht keinen Fehler in dir. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das könnt ihr euch immer wieder vorsagen, das ist die Wahrheit. Du bist Gottes Liebling und Gott sieht keinen Fehler an dir. Vor circa 2 Jahren, da habe ich wieder mal so ein bisschen einen lauen Tag gehabt. Dann habe ich gesagt, Herr, hast du eine Ermutigung für mich? Und ich durfte durch die Gnade Gottes auf einem Gebetsberg ein wunderschönes Haus bauen für meinen als Alterssitz, den wir ja mal in 20 Jahren beziehen. Dann habe ich gesagt, Herr, hast du eine Ermutigung für mich? Sagt er, lies Hohes Lied der Liebe 2,2. Habe ich das aufgeschlagen, da steht, wie die Lilien unter den Dornen, bist du meine Freundin unter den Frauen. Ah, von 0 auf 100 war ich. Na Moment, das war ganz anders. Entschuldigung, jetzt habe ich gelogen. Ich habe gesagt, hast du eine Ermutigung? Sagt der Herr, räum deine Rumpelkammer auf. Dann sage ich, ist das eine Ermutigung? Okay, ich gehe mal. Das erste Paket, das ich finde, ich habe eine kleine Kammer, wo ich alles hineinlege, was ich später mache, okay? Und dann finde ich ein Paket, halb zerrissen, denke mal, werfe ich weg, sagt der Herr, lesen. Mache ich das Paket auf, dann ist ein Wandvorhang drinnen. Und dort steht drauf, in wunderschönen weißen großen Buchstaben, wie die Lilie unter den Dornen, so bist du meine Freundin unter den Frauen. Wow, der hängt in meinem Gebetszimmer. Immer wieder lese ich das. Amen. Wir müssen uns sehen, wie Gott uns sieht. Und er sieht dich als herrliches, einmaliges Geschöpf Gottes. Das ist ganz wurscht, was die Leute dich bisher genannt haben. Muss man nur sagen, Herr, vergib ihnen. Die haben zu wenig Erkenntnis. Amen. Ich bin eine geliebte Tochter des Königs aller Könige. Ich bin ein geliebter Sohn. Du bist nicht ein normaler Mensch. Du bist ein Auserwählter. Gewollter, von Gott berufener Mensch, um seine Herrlichkeit auf diese Erde zu bringen. Um ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Nicht nur ein Bürger, sondern ein Stellvertreter Jesu Christi. Amen. Und das musst du dir bewusst machen. Das kannst du nicht erwarten, dass dir das jemand sagt. Das musst du erkennen und darin wandeln und leben. Und jeden Tag in der Früh sage ich, Vater im Himmel, was ist dein Abenteuer mit mir heute? Zeig mir dein Abenteuer. Und ich sage es euch, jeden Tag habe ich so viele Erlebnisse mit Gott, dass ich am Abend oft sage, war das jetzt eine Woche oder war das ein Tag? Wie ich nämlich nach Afrika bin, das war nicht immer so, wie ich nach Afrika bin, habe ich nach einer Woche schon gesagt, Herr, lass mich zurückfliegen, das ist ein Fass ohne Boden. Da hat man keine Ahnung, wo man anfängt und aufhört. Tja, bitte lass mich zurückfliegen. Hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut, ja? Okay, habe ich gesagt. Was bin ich dann? Tu nur jeden Tag, was ich dir zeige. Ich habe jeden Tag gute Werke vorbereitet für dich. Wandle darin. Und jetzt stehe ich eben jeden Tag auf und sage, Herr, was ist das Abenteuer für uns zwei?
Und das mache ich dann. Und das Ergebnis schockiert mich und schockiert alle anderen. Probiert es. Gott will nicht, dass du ihn beeindruckst mit deinen Plänen. Er möchte, dass du seine Pläne auf Erden lebst. Dein Reich komme auf Erden wie im Himmel. Amen. Und so, jetzt habe ich da im Matthäus-Evangelium, da kann man, das ist so ein wunderbares Evangelium, da lese ich euch jetzt von Matthäus 6, 24 bis 34 vor. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem. Und Mammon spielt eine große Rolle in dieser Welt zurzeit. Amen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Einmal hat mir jemand gesagt, Sorgen, sich Sorgen machen, heißt an der Brust des Teufels ausweinen. Na, da will ich überhaupt nichts tun an der blöden Brust. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie er das nicht viel mehr, wird er das nicht viel mehr für euch tun? Ihr Kleingläubigen, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und jetzt kommt's. Trachtet aber zuerst nach was? Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles müsst ihr euch dann sehr schwer dazu verdienen. Dies alles wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen fast erschlagen manchmal. Und zwar von riesigen Zufällen. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Zuerst soll man was tun? Sein Reich suchen und seine Gerechtigkeit. Und wenn Gott sagt zuerst, dann ist es zuerst. Vor allem anderen. Amen. Die Frage immer ist in allen Situationen, Herr, was tust du in der Situation? Amen. Und wisst ihr, was war das? Krise. Das Wort Krise wird im Chinesischen mit zwei Worten übersetzt. Mit Gefahr und Chance. Und ich glaube, die Welt hat jetzt eine Chance, zurückzukehren zu Gott. Amen. Das ist der Ruf Gottes, dass wir zurückkommen. Dass wir wissen, wo unsere Quelle ist. Dass wir wissen, wer unsere Erlösung ist. Dass wir wissen, wo unser Fundament sein soll. Er greift jetzt alle Götzen an. Alle. Alle. Und da freue ich mich so, bei mir kann er nichts mehr angreifen. Ich stehe auf dem Felsen Jesus Christus. Amen. Und der ist unerschütterlich. Und ihr sollt auch auf den Felsen Jesus Christus kommen. Jetzt sage ich etwas, was vielleicht nicht so koscher ist, aber ich wurde schon jahrelang nicht mehr eingeladen von gewissen Gemeinden in Deutschland, weil ich zu fundamentalistisch bin. Da habe ich denen immer geschrieben, ihr Lieben, eure Gabe der Erkenntnis ist fantastisch. Ich habe ein Fundament, Jesus Christus und das Wort Gottes. Auf welcher Sandkiste stehst du? Das ist die Frage für jeden. Wo ist unser Fundament? Wo ist unser Vertrauen? Wo ist unsere Hoffnung?
wenn sie nicht alleine in Jesus Christus ist, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, stehen wir auf einer Sandkiste. Amen. Aber wenn wir auf dem Felsen stehen, dann wird uns alles andere was? Zufallen. Also für uns war diese Corona-Zeit jetzt in Afrika die beste Zeit. In jeder Hinsicht. Menschen haben sich bekehrt ohne Ende. Die Prostituierten kommen jetzt. Wir haben über 1000 Prostituierte in Kampala. Fast 400 sind schon bei Jesus. Brennen mit Jesus. Wollen jetzt andere, sind selber zu Jüngern Jesus gemacht worden. Und wisst ihr, wer hat die Füße mit ihren Tränen gewaschen? Von Jesus? Eine Prostituierte. Mit ihren Haaren hat sie die Füße getrocknet. Wer hat Joshua behütet in, wo ist das gewesen? Wieder? Jericho. Eine Prostituierte. Wer stand am Kreuz mit Jesus? Auch eine Prostituierte. Amen. Ich sage es euch, ich liebe jetzt diese Frauen, die alle Prinzessinnen für Jesus geworden sind. Wir taufen Hunderte davon. Und alle ihre Kinder nehmen wir in unser Werk, dass sie zur Schule gehen können. Und die Frauen werden alle geschult, um einen Beruf zu erlernen, der sie dann erhält. Amen. Jetzt kommen 15 in unsere Schönheitsschule. Die lernen massieren und Nägel und Haare und alles machen. Die freuen sich unwahrscheinlich. Und 600 warten noch. Wir erwarten noch 600 weitere, die kommen. Ihr Lieben, Gott, der Heilige Geist ist jetzt ausgegossen, ich sag's euch. Wir haben einen Dienst mit Hunderten von bekehrten Moslems, die brennen. Die sind radikal. Heieiei. Ha. Die, wisst ihr was? Die haben zu mir gesagt, Mama, wir waren bereit, für eine Bombe zu sterben. Und wie viel mehr für Jesus jetzt? Die hält nichts auf. Und in der Gegend, ich habe ihnen Land gekauft, ganz draußen im Busch, dass sie beschützt sind. Die ganzen Hexer in der Umgebung bekehren sich. Die haben Angst, ihre Schreins zu verbrennen. Die kommen zu den Moslems und sagen, könnt ihr das für uns machen? Habt ihr Autorität? Selbstverständlich, der Teufel hat überhaupt keine Autorität mehr über uns. Amen. Wir werden uns noch wundern, ihr Lieben, welche Menschen zu Jesus kommen. Wisst ihr? Entschuldige, wenn ich sage, manche lahmarschigen Christen in den Kirchen werden sich sehr wundern, wie feurig die sind. Entschuldigung, nein, man muss sie da sich beim Namen nennen. Amen. Halleluja. Ich möchte jedem Kirchengänger ein Feuer unterm Hinter machen. Amen. Kommt in Bewegung. Werdet heiß für Jesus. Halleluja. Bei einer Christenverfolgung möchte ich so bekannt sein als Christin, dass ich sage, da braucht man nicht mehr nachschauen, die können wir gleich erschießen. Sage ich Halleluja. Danke für die schnelle Beförderung in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Seid ihr bereit? Ein halber Christ ist ja ganzer Mist. Gott möchte, dass wir brennen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft und die Zeit erkennen. Ihr Lieben, alle, die jetzt den Himmel versäumen, die Hölle ist ihnen gewiss. Und das ist ein grauenhafter Ort und den gibt's. Und ich freue mich so, durch einen Iraner, der durch Fernsehen zu Jesus kam und jetzt ein heißer Christ ist und in Dubai lebt und dort ein großes Mediengeschäft hat, der hat am Herzen, Afrika und Fernsehen groß zu machen in Afrika. Und der kam zu uns und hat gesagt, braucht ihr oder möchtet ihr eine große Fernsehstation, die ganz Europa, Asien und Afrika deckt. Und Gott hat mir gezeigt vor Jahren, dass mein großer Durchbruch in der Welt erst sein wird, wenn ich eine große Fernsehstation habe. Und ich im Fernsehen überhaupt nicht mag, ja. Aber inzwischen, um das Reich Gottes zu verkündigen, mag ich es. Während ich hier stehe, bauen sie schon das erste Studio in Afrika. Halleluja. Dann könnt ihr uns täglich betrachten. Am Fernsehen. Amen. Denn Gott möchte, dass wir mit den Medien jetzt wuchern.
um möglichst viele Menschen zu Jesus zu bringen. Der Mann hat gesagt, ich habe durch Medien Jesus gefunden. Ich möchte mich den Medien weihen, damit Millionen Menschen Jesus finden. Amen. Und ich bete, dass du eine Last bekommst, eine Herzenslast für die Menschen, die verloren gehen, ohne dass wir ihnen das Leben bringen. Jesus Christus. Amen. Wisst ihr, jetzt ist eine Zeit, wo ein ganz neues Zeitalter anbricht. Und zwar das Reich Gottes Zeitalter. Wo die Prinzipien des Reiches Gottes sich manifestieren sollen. Geben ist besser als horten. Amen. Ich habe gelernt, im Reich Gottes zu geben, bis es weh tut. Und dann fängt Gott an, Wunder zu wirken, dass du vom Staunen nicht mehr herauskommst. Amen. Mir gehört gar nichts. Ich bin nur ein Verwalter. Amen. Gott ist so gut. Der will dich so segnen. Aber die meisten von uns haben keinen Platz mehr für den Segen. Jetzt muss ich mal anfangen, weitergeben. Verschenken. Wir haben jetzt tonnenweise Lebensmittel verschenkt, weil wir haben riesige Felder. Und diese, ich sage es euch, wir haben Eier gegessen in der Zeit. Wir waren überzeugt, jedes Huhn hat bei uns 3 Eier am Tag gelegt. Eier ohne Ende, wir haben Eier gegessen, wir haben sie verschenkt. Jetzt zum Schluss muss man noch verkaufen, weil wir sie verschenkt auch nicht mehr konnten. Ihr Lieben, wenn du gibst, dann wird Gott so Wunder wirken. So Wunder wirken. Geh mal nach Hause und sag, Herr, weißt du, ich habe einen Kasten, der ist immer voll mit Geschenken. Und da sage ich immer, Herr, jetzt musst du mir aber zeigen, wem das gehört. Und dann schenke ich. Ich will jeden Tag etwas verschenken. Denn der Herr sagt, gib und du wirst verarmen. Was sagt er, gib und du? Empfangen. Und inzwischen empfange ich so viel, dass ich es gar nicht mehr schnell genug verschenken kann. Halleluja. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir wie ein Empfänger der Segnungen Gottes sind und durch uns wie ein Schlauch fließt es weiter. Und ich garantiere dir, du wirst dann auch gesegnet werden. Amen. Amen. Werdet Geber, nicht Konsumer. Nicht ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit für diese Welt. Amen. Und ich kann euch sagen, dann wird alles, dann wird jede Krise sich in eine herrliche Offenbarung verwandeln. Amen. Darf ich mal fragen, wer hat in diesen letzten 2 Jahren Erkenntnisse gewonnen, die er vorher nicht hatte? Mehr noch, Herr Jesus. Wirklich. Also für uns ist es so ein Segen geworden. Erstens einmal unsere weißt ihr, Gott möchte nicht in Häusern wohnen, er möchte in Herzen wohnen. Und wir haben uns wieder ganz neu auf die Hausgemeinde eingestellt. Und wir in Uganda, wir haben jetzt einen messianischen Juden, der unser geistlicher Leiter ist. Ich bin schon jahrzehntelang, wünsche ich mir einen messianischen Juden als geistlichen Leiter. Und der führt jetzt wieder die jüdischen Feste ein. Wir feiern Schabbat jeden Samstag, Halleluja. Jetzt haben wir schon das Laubhüttenfest gefeiert. Wir feiern jetzt die jüdischen Feste. Wisst ihr, unsere christlichen Feste, die sind alle vermischt mit Heidentum. Die haben alle diese Kompromisse geschlossen, damit sie die Heiden und die Christen zusammen, und da sind wir immer verwässerter geworden. Und wir müssen wieder zurück zum Ursprung. Amen. Halleluja. Halleluja. Das heißt nicht, dass wir jüdisch werden, aber unser geliebter Herr Jesus war einmal Jude. Amen. Und bleibt Jude. Und die jüdischen Feste haben geistliche Bedeutung. Ja, ich habe mich so gefreut. Da war meine Tochter noch ganz klein und da kam eine Österreicherin um die Zeit jetzt zu uns auf Besuch und sagt, Ensel, freust du dich schon? Jetzt kommt bald der Osterhase. Dann hat sie gesagt, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Halleluja! Ich war sprachlos. An Hasen und Eier glauben wir nicht. Sagt sie, was glaubt denn ihr dann? Ja, dass Jesus gestorben ist und auferstanden. Und wir freuen uns, dass er lebt. Amen. Halleluja. Wisst ihr, ich war sehr römisch. Und der Karfreitag war für mich eine Katastrophe.
Jeden Karfreitag bin ich vor dem Kreuz gekniet und habe nur geheult und gesagt, Herr, vergib uns, was wir dir angetan haben. Und dann klopft es einmal auf meine Schulter, schaue um, ist niemand da, ich heule weiter, klopft wieder, schaue wieder um, sage, Herr, bist das du? Sagt er, ja, ich hänge da oben nicht mehr. Halleluja, ich bin aufgestanden. Dann habe ich gesagt, wo bist du? Auferstanden bin ich, hat er gesagt. Das war, ich habe bezahlt. Es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Halleluja. Danke, Jesus.